geht darum, dass wir wissen, dass 70% aller Zwischenfälle in der Akutmedizin auf Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit in Teams zurückgehen. Und diese Teamarbeit, diese Teamkommunikation, die Entscheidungsfindung wollen wir gerne hier zusammen in geschützter Atmosphäre trainieren. Anhand einfacher klinischer Fälle den Teilnehmern nahe bringen, im Bereich der sogenannten Human Factors auch gut zu arbeiten. Wir gehen eigentlich im Durchschnitt von einem guten medizinischen Wissen aus. Wir wissen aber auch, dass die Umsetzung dieses Wissens in praktische Handlungen unter Stress manchmal schwierig ist. Das ist der Bereich, wo wir von Human Factors sprechen, und das trainieren wir besonders intensiv mit der Simulation. Natürlich menschelt es in der Medizin, das ist dieser Human Factor. Der Medizin ist Dienstleistung am Menschen, von Menschen, und in der Gruppe, die diese Dienstleistung machen, kommen natürlich alle diese Effekte zu tragen, die wir als Menschen immer dann sowohl ins Privatleben, aber insbesondere natürlich ins Berufsleben mit hineinbringen, die uns in gewissem Maße auszeichnen. Der Zweck ist, dass die Teilnehmer Sicherheit gewinnen, dass sie Notfallsituationen, die entweder sehr häufig sind oder aber auch selten sein können, trainieren, um dort Sicherheit zu gewinnen und das dann möglichst eins zu eins in ihren klinischen Alltag übertragen können. Es waren durchaus anspruchsvolle Fälle, wie sie aber in der Praxis vorkommen, und man war gefordert und insgesamt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Mit dem Simulatortraining will Asklepios einen Beitrag leisten, neben vielen anderen Schritten, um die Patientensicherheit kontinuierlich zu verbessern. Das interprofessionelle Training, was wir dort anbieten, also das Zusammentrainieren von Menschen aus dem Pflegedienst und dem ärztlichen Dienst, soll dazu beitragen, die Kompetenz dieser Behandlungsteams für kritische Situationen deutlich zu verbessern. Eine Expertin aus Amerika hat es mal auf Englisch zusammengefasst mit dem Motto: Dream Teams are made, not born. Das heißt, die Teams müssen ertüchtigt werden, gemeinsam stark zu werden. Das ergibt sich nicht von selber. Wir haben realistische Fallbeispiele definiert, die so oder ähnlich an jedem Tag in der Klinik vorkommen können. Die Leute erkennen das häufig als sehr realistisch wieder. Und wir haben einen Simulator, man möchte gar nicht Puppe dazu sagen, weil es ein hochtechnologisches Gerät ist, der tatsächlich diese ganzen Notfälle simulieren kann, inklusive einer menschlichen Stimme, die von außen gesteuert wird. Weil das eine sehr realitätsnahe Szene ist, die im Moment für meine Arbeit auf Intensivstation total wichtig ist. Ich mache genau das. Die Fälle waren sehr realistisch, also wirklich wie Patienten, die wir auch gemacht haben. Dass man da jetzt nochmal in Ruhe darüber sprechen kann, sich selbst beobachten kann und auch wirklich Kritik annehmen kann, ohne dass es jetzt um so Eitelkeiten geht mit echten Patienten oder um Hierarchien, sondern wir arbeiten hier in einem Team. Und wir glauben, dass wir, wenn wir uns besonders konzentrieren, alle wichtigen Informationen dann auch bekommen. Das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment sagt ja auch das Wort Konzentration. Wenn wir uns auf etwas wirklich fokussiert konzentrieren, nehmen wir andere Dinge, die möglicherweise entscheidungsrelevant sind, nicht mehr wahr. All dessen muss man sich bewusst sein, wenn man professionell in Risikofeldern handelt. Und das Thema wird uns auch nicht mehr verlassen. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das bearbeiten wir nur ein Jahr lang und dann ist es wieder vorbei, sondern es ist eine kontinuierliche Herausforderung, und die wird die Medizin über die nächsten Jahre und Jahrzehnte immer begleiten. Wie wichtig das Teamtraining für solche komplexen Situationen ist, kann man, glaube ich, ganz gut an einem Beispiel aus dem Profifußball deutlich machen. In jedem Profifußballverein gibt es einen eigenen Torwarttrainer. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, ausschließlich im Torwart zu trainieren und nicht mit der gesamten Mannschaft trainieren zu lassen, weil die Einzelkompetenzen müssen in der komplexen Situation des Spieles zusammenpassen. Und deshalb ist Teamtraining so wichtig. Also das Thema Simulation wird implizit Bestandteil von Risikomanagement sein. Sämtliche akutmedizinischen Einrichtungen können sich diesem Thema überhaupt nicht verschließen. Man wird es als ganz regelhaften Routineanteil der täglichen Personalentwicklung auch betreiben. Es wird zusammen mit Qualitätsmanagement das Fundament sein für Patientensicherheit. Und irgendwann wird es so weit kommen, dass die Patienten, soweit sie es denn können, auch dann Kliniken tendenziell besser oder eher aufsuchen, wo genau sich um diese Sektoren auch gut gekümmert wird. Das sehen wir jetzt schon, das wird sich intensivieren, und dann wird vielleicht auch die Finanzierung von solchen
Maßnahmen dann noch schneller und noch niedrigschwelliger stattfinden, als es heute bereits der Fall ist. Niemand würde in ein Flugzeug steigen, wenn sie wüssten, dass die Piloten nicht regelmäßig im Simulator trainiert werden.